5, die Fahne geht nach oben und boxen auf zum Preis von Mitteldeutschland. Nicht dabei ist die 6, Litonia, kurzfristig nicht Starter vom Start verwiesen. Das Feld formiert sich mit dir gegenüber. Butch Cassidy geht gleich in Front, Favorit also in Führung mit gleich mit 2, mit 3 Längen wachsenden Vorteil. Dann erkennt man die Farben von Noble Agrippina, dann Königin Call Me, weiter geht's mit Diblungenfürst und ganz hinten erkennt man dann Imponga die 4. Die 5 jetzt leicht zu Beginn des Biederitzer Bogens, von gleich wird ein voller Takt angeschlagen. Diktiert wird das Rennen von Butch Cassidy, führt hier mit 3 Längen. Zu folgen versucht der Noble Agrippina, dann nochmals Luft zum dritten Pferd, das ist Königin Call Me. Wieder Abstand zum vierten Pferd, Nibelungenfürst, wieder Abstand zum fünften Pferd, das ist Imponga. Die 5 erreichen gleich die Gerade, jedenfalls der führende Favorit der Prüfung, das ist die 1. Butch Cassidy, geritten von Philippe Minarek, gleich ist sie gerade erreicht. Jetzt noch bis zur Linie 400 Meter. Außen aber der Angriff von Noble Agrippina. Jetzt noch bis zum Pfosten 250 Meter vorn löst er sich. Die Programmnummer 1, Butch Cassidy mit Philipp Minarek, dem zweifachen deutschen Champion. Der geht hier auf und davon, empfiehlt sich für bessere Aufgaben, bringt ihr Geld nach Hause. Die 1 gewinnt. Butch Cassidy, geritten von Philipp Minarek vor Noble Agrippina. Nochmals viel Luft dann zu der dritten, das ist Königin Call Me. Und weiter geht's dann mit Liebling Fürst und schließlich auch mit Imponga. Nochmal der Hinweis, liebe Gäste, vom Start verwiesen war die 6, Litonia. Nach Bekanntgabe der Quoten halten Sie Ihre Einsätze auf die Programmnummer 6 zurück.